Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Mikro richten. So. Jo, es ist jetzt schon wieder gut und gerne 2 Wochen her, wo ich letztes Mal hier drin war. Und wo sind wir denn stehen geblieben? Achso, ja klar, ich glaube, ich wollte hier, ich wollte mal gucken, ob ich jetzt eure Schäfchen nochmal füttern kann oder unsere Schäfchen. Ah, hier kommen wir auch nicht mehr durch. Mal, irgendwie alles busy zugebaut inzwischen. Kühe haben wir genug, Schäfchen haben wir auch ein paar. Shares habe ich sogar mit, perfekt. Machet ihr Liebe, ihr Kleinen. So. Bisschen Wolle brauchen wir auch nochmal. Wolle, Wolle. Wolle, du Wolle. 18 Wolle. Wir müssen ja hier oben auch noch nach und nach auskleiden. Damit möchte ich mich aber jetzt nicht hauptsächlich beschäftigen. Noch nicht. Hier haben wir unsere Kartoffeln, die vor sich hin brutzeln. Gut, gut. Hatten wir hier unten noch Wolle gebunkert? Auch rote Wolle. Noch mehr rote Wolle. Jo, was haben wir denn noch? Weiße Wolle hatten wir hier unten. Keine mehr, ne? Nee, das ganze Holzgemurks. Die Eichenholztreppen benötige ich auch auf jeden Fall noch. Hier auch noch Fleisch. Und die Glasscheiben nehmen wir auch mal mit. So, dann gehen wir mal kurz oben gucken. Oben, oben. Können wir hier oben noch was anstellen? Hier können wir erstmal unsere Glasscheiben reinknallen. Zap, zap. Zap, 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 zap. Hier hatten wir angefangen mit Woli. Uli. Hier wird es ein bisschen komisch. Wie hatte ich es denn hier unten gemacht? Ach, da hatte ich nur ein großes in der Mitte. Wohl, wir könnten hier mal so ein 6er-Ding reinpflanzen. So eine Riesenfront. Jawohl. Nee, das kann man so lassen. Das hat was. Das hat was. Wo hat man noch Wolle über? Für hier haben wir noch Wolle über. So, was machen wir hier? Packen wir das auch einmal so voll? Ja, irgendwie doof, das war hier nur so. Habe ich mich irgendwo, habe ich mir um eins vertan. 2, 3, 4, 5, 6 haben wir hier und hier müssen es 7 sein. 3, 8 Zucker. Das ist der alte Abschnitt, ist wohl 2 Felder breiter geworden. Na gut, Pech gehabt. Umso mehr Licht kommt hier drin. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr Wolle haben wir nicht dabei. Zap, 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 zap. So. Und es wird draußen langsam dunkel. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Heile machen. Sicher, sicher. Da hinten geht nämlich die Sonne unter. Und dann legen wir uns bei heiterer Musik erstmal gemütlich hin. Ja. Voll ätzend. Da täuscht man so ein Gähnen an und muss dann teilweise wirklich selber mitgähnen. Ah, ich werde blöd Kuh. So, kann ich noch irgendwen von euch zu Amore zwingen? Nein? Nein? Nein. Toll, jetzt habe ich ein liebes, tolles Schaf hier, oder was? Ha. Passt. Dann mal ein bisschen Wolle scheren. Oh, die kleinen Mini-Pupsis kann ich noch nicht scheren. Schade. Schade. Gut. Meine nächste Station. Hey, da nicht. Habe ich im Keller noch Zuckerrohr? Ansonsten muss ich mir mal schnell was holen.
Ich habe da nämlich noch eine Kleinigkeit vor. Nix Zuckerrohr. Ah, Zuckerrohr. Weiß nicht, ob es schickt. Gucken wir mal. Ich habe ja, wo ich die tollen Diamanten gefunden hatte und dann Bad in der Lava genommen habe. Oh, Erde. Hab ich leider den Faden verloren? Nein, da habe ich leider auch unsere tollen Karten verloren. Habe ich mir extra so die Mühe gemacht, mal die Karten anzulegen. Und dann war es für den Allerwertesten. Nun gut, jo. Machen wir einfach neue. Am Zuckerrohr soll es ja nicht hängen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt überhaupt noch so gebacken. Wie war das denn? Nee, sowas nicht. Scheiße, wie war das denn? Ach so, genau. Machen wir gleich ein paar Stück. Moment. Mathematik. So, so viele brauche ich. Gut, für die Karte. Was braucht man denn noch? Braucht man da einen Kompass? Ich habe auch keinen Redstone und nichts mehr dabei. Da haben wir Redstone. Und die Iron. Das brauchen wir. Und die Äppelchen muss ich mal vernichten. Ach, was war alles dabei? Mann, Essen ist ja Wahnsinn. Ofenkartoffeln haben wir auch gleich genug. So, wie war das mit dem Kompass? So war das mit dem Kompass. Ja, das sind also Sachen, die baue ich doch relativ... Was heißt, baue die... Erstelle ich relativ selten. Boah, guck mal, unser Häuschen, das nimmt doch schon, nicht gerade kleine Auszüge an. Sehr schön. Die Karte. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Jawohl, da ist wieder der andere Maßstab. Und ich denke mir, dass wir den Maßstab vielleicht sogar noch eins verkleinern könnten. Dann haben wir genau jetzt 8 Papierchen, die wir dafür brauchen. Die Karte. So, das sieht doch schon... Genau, das, sowas wollte ich doch haben. Was wir jetzt als nächstes benötigen. Na toll, das war jetzt für den Arsch. Erstmal packen wir unser ganzes Gelepp weg. Das Weizen brauchen wir nicht. Das, die Äppelchen nehmen wir mal mit. Zuckerrohr hat sich auch erledigt. Das haben wir jetzt getan. Die Samen brauchen wir gerade auch nicht. 2 normale Kartoffeln, 2 giftige Kartoffeln. Redstone und Eisen. Brauchen wir gerade auch nicht. Die Wolle lasse ich auch hier. Das behalte ich mal dabei. Eine Lore ist auch nicht verkehrt. Die Schere sowieso nicht. Und es tut mir leid, Leute. Wir müssen nochmal... Wir müssen nochmal Eichen schlagen gehen. Ich würde mich auch gern das Dach da oben noch fertig machen. Nur ohne Eichenholz klappt das leider nicht. Aha, aha, aha. Das da, das Rote wird wohl die Lava sein. Vermute ich mal ganz stark. Boah, das ist doof, dass man die Karte mal aktiv haben muss, damit die weiter vervollständigt wird. Hier einmal Voli. Ole, ole, vole, vole.
Und ich bin echt am Überlegen. Ich würde nämlich so gerne die Lightstones mir holen. Stellt sich nur die Frage, was oder wie kommen wir da in die, na, in den Nether. Ich denke mal, ich werde uns jetzt demnächst ein Portal gießen. Das geht ja auch. Das ist ja zwar ein kleines bisschen Arbeit, aber bevor ich jetzt noch länger warte und bis ich dann endlich mal Diamanten habe, also Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die Lightstone auch mit der Eisenspitzhacke abbauen kann. Ich glaube, das wäre fatal, wenn wir danach hingehen und wollen da irgendwas abbauen. Und es geht nicht, weil uns das passende Werkzeug fehlt. Also da würde ich doch echt kotzen und zwar im Strahl. Wie man so schön sagt. So. Die Musik trägt auch echt sehr zur Spannung gerade bei. Da läuft gerade wirklich so, dass so ziemlich das Dudeligste, was in der Playlist mit drin ist. Okay, an die Wambo-Bäume mache ich mich jetzt nicht ran. Das wird mir zu kompliziert. Haben wir noch ein paar einzelne, kleine. Boah, das ist alles so zugewuchert, was ich hier angepflanzt habe. Das ist nicht normal. Ich habe es einfach echt zu gut gemeint mit dem Bäumchen. Reißen wir das alles nochmal weg. So, ich hoffe, das kleine Pop-up, was da gerade war, das ist jetzt nicht in der Aufnahme zu sehen. Könnte ja auch mal gucken, ob ich das nachher nochmal rausschneide, aber ich kenne mich, das wird wahrscheinlich eh nix. Das ist doch so eine gewisse Faulheit. Oder ich vergesse es einfach, weil ich glaube echt, ich habe so eine fast aus, na, ausgeprägt nicht, aber so ein Anfangsstadium Alzheimer, also das könnte ich mir echt gut vorstellen bei mir. So vergesslich, wie ich immer bin. Das war in der Schule schon immer ganz schlimm. Es gibt ja echt Leute, die sind zu faul, wenn es heißt, Hausaufgaben und hin und her, ja, bla bla bla. Aber es gibt wirklich Leute, die sind zu faul, die Hausaufgaben zu machen. Und dann gibt es so Leute wie mich. Die hätten sie wahrscheinlich sogar gemacht, wenn sie es nicht total vergessen hätten. Und jetzt kommen bestimmt einige, oh ja, da gab Hausaufgabenheftchen, das hättest du doch machen können. Hab ich auch probiert, hat nicht viel gebracht, weil dann habe ich im Endeffekt vergessen, in das blöde Hausaufgabenheft reinzugucken. Warum auch immer. Jetzt auch, also, wenn es um Arbeit geht, mit Notizen geht das alles ganz gut, aber wenn ich mir keine machen würde, ich glaube, ich würde so viel vergessen. Und ja, ich rede jetzt nicht nur von dem Gelumpe, was man so zu Hause zu erledigen hat. Ich meine es auch ehrlich gesagt bei mir am Arbeitsplatz, wenn ich da ab und zu mir nicht, oder zumindest Sachen, die man nicht täglich macht, wenn ich mir da keine Notizen zu mache. Oh. Das wäre fatal. Fatal wird es jetzt auch, das Schäfchen nackig zu machen. Haha, nackedei, ach, wir können ja noch gar nicht schlafen. Was ist denn hier Scheiß? Ist ja schon so dunkel. Gut, Eichenholz haben wir jetzt einiges geholt. Ich glaube, ich klopp hier auch nochmal zwei, drei Akazien weg, weil die Stickies brauche ich auch neue. Jetzt verbrennen wir noch ein bisschen Wolle hier unten. Oh. Ruckelaktion und das bei der Lava. Nein, bitte nicht. Ach nee, komm, scheiß auf das Schaf. Bevor wir uns da wirklich nochmal ins Unglück stürzen. Hopp. Bevor wir uns ins Unglück stürzen, mache ich nochmal ein Nickerchen.